Heute melde ich mich hier von einem richtigen Weinberg von Freunden hier in Dornbirn. Die ersten Blüten an den Reben kommen schon. Heute am 5. Sonntag der Osterzeit steht das Wort Jesu von Johannes 15 im Mittelpunkt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nur wenn ihr mit mir verbunden bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das wird ganz sichtbar an dieser abgetrennten Rebe, die abgeschnitten wurde, ganz im Frühjahr. Da kann mit bestem Willen keine Traube mehr wachsen. Jesus möchte uns einladen, mit ihm verbunden zu bleiben. Nur wenn sein Lebenssaft, und das ist der Heilige Geist, durch uns fließt, werden wir gute, süße Früchte bringen. Nur wenn sein Geist in uns fließt, werden wir als Menschen reif werden, werden unsere Lebensfrüchte reif und gut werden, die anderen schmecken. Wie können wir nun mit Jesus verbunden bleiben? Wie schaut das aus? Wir sind ja keine Reben, die am Weinstock sind, sondern es geht darum, dass ich als Christ mit ihm verbunden bleibe, indem ich bete, indem ich zur Eucharistiefeier gehe, indem ich zum Beispiel mir in der Stille Zeit nehme, an ihn zu denken, einfach seine Nähe zu spüren. Und, das sagt er auch, wer in mir bleibt, ihr bleibt in mir, wenn meine Worte in euch bleiben. Die Worte Jesus sollen in uns bleiben. Dazu muss ich nicht immer die Bibel mit mir herumtragen und ich brauche auch nicht möglichst viele Bibelzitate auswendig im Kopf zu tragen, sondern es geht darum, vielleicht ein einzelnes Wort, einzelne Worte, die mich ansprechen, berühren, zu verinnerlichen, sie auszukosten und einfach das zu leben versuchen. Zum Beispiel das Wort, selig die Frieden stiften, aus der Bergpredigt, oder selig die barmherzig sind, oder was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Sucht bei allem zuerst auch das Reich Gottes, das, was Gott von dir erwartet. Wenn ich mich von so einem Wort leiten lasse, inspirieren lasse, auch korrigieren lasse, dann fließt dieser Nährstoff des Wortes Gottes durch mich. Da gibt mir der Heilige Geist so die Kraft, mit der Zeit das auch zu wirken, wenn ich mit ihm verbunden bleibe. Stell dir vor, in deinem Haus hast du Strom. Du merkst es aber erst, wenn du das Licht einschaltest oder es anzapfst für ein Gerät. Genauso ist Gott immer bei uns. Und du wirst es aber erst dann erfahren, dass er da ist, wenn du ihm Raum gibst, ihn sozusagen anzapfst, mit ihm, dich auf ihn einlässt und aus dieser Kraft, mit diesen Worten des Geistes auch zu leben versuchst. Dann wirst du spüren, dass er da ist, dass er wirkt. Ich wünsche dir für dieses Wochenende und für die neue Woche, dass du das einmal probierst und auf dich ihn einlässt, dich auf ihn einlässt und du so spüren kannst, dass du Frucht bringst, indem du mit ihm verbunden bleibst. In dem Sinn, alles Gute.